Oh nein, Kiesziel. Wappi. Na, ich habe sowieso Monster-Lag gerade. Ah! Alter, hast du mich jetzt gerade ein bisschen erschrocken, als ich die Füße hier gesehen habe. Ein altes Gesicht! Guck mal, wer da hockt! Ich sehe gar nicht. Kann mich nicht also bewegen, wenn es noch nicht. Großen oh, ja. Dinge brauchen. Diese Spinne. Ja. Ich höre sie auf jeden Fall schon krabbeln, aber sie bewegt sich noch nicht bei mir. Wie gesagt, nicht, die stehen auf dem Platz. Wow. Also, was hast du? Junge Mann, was haben wir? Mach dir dafür eine Erdbeben. Ja, der hat gefragt, wie müsste der Bogen sein. Bestraferarmbrust? Okay. Ja, auf jeden Fall wird es ein Spiel gewesen sein, der Bogen. Bestraferarmbrust des Adlerauges. Erhöht die Fernkampfsfähigkeiten des Charakters um 7. Oh, ein Amulett. Ist Amulett. Diese Krabbelgeräusche. Ja, ich denke, mehr Mana drin brauchst du nicht. Für 4 Nahkampffähigkeitspunkte hinzu. Brauchst du den vielleicht? Oh, Hemd. Elite prächtiger Taler. Fügt ein Geschicklichkeitspunkt hinzu, ein Gesundheitspunkt pro Treffer gestohlen, fügt eine Nahkampffähigkeit hinzu. Kommt dieses Gekrabble! Auf zu krabbeln! Komisch. Nein, ich müsste ein Setteil. Oder im Mutwerk, es sind keine Setteile. Das weiß ich nicht. Auch nicht. Das wundert mich gerade. Müsste nämlich ein Ziel gewesen sein, Setteile. Ah, deswegen habe ich im Keller kein Setteil gefunden, weil die vielleicht nicht im Multiplier drin sind. 4 Nahkampfspunkte. Warte, kann ich Amulette auch verwandeln? Sag auf, weil das ist nicht Fernkampf. Ich habe jetzt... Nein, man kann nur Rüstung und Waffen, aber in der Accessoires nicht. Hab schon mal versucht. Ging leider nicht. Muss mal simpel erschauen. Ach, dann mach ich mal. Aber nach der ersten, nach der Aufnahmesession. Das hat mich echt verrückt gemacht, weil der Hütte im Keller war eigentlich auch ein Z-Teil. Ja, ich würde mir so gerne alle Z-Teil-Locations zeigen. Und jetzt ist das irgendwie nutzlos. Ja, muss halt mal sehen, wieder sammeln und dann Ticken übergeben. In die Flügelchen rasch. In die Flügelchen drücken. Genau, kacke mein Inventar einfach. Ich hoffe, das mal ist nicht wörtlich. Nein. Gut. Nur sinnbildlich. Okay. Weil du einfach irgendwelches Zeug reinschmeißen willst. Sei nicht doof, ich hätte zu gerne alle gezeigt, also. Zu gerne alle Setups gegeben, gezeigt. Mal ein Gold, Haufen nehmen, das kann Chicken nehmen. Ja, für die große Brücke, ey. Ah, da haben wir noch die alten bekannten Mukosa. Oh nein, nicht die Spieler. Da unten scheint auch ein Tunnel zu sein, der auf Ufen gelegt ist. Wieder diese ekelhaften grünen Spinnen. Naja, die in der Thief-Serie, die grünen Spinnen sind ekelhafterer. Ungefährlicher. Ja, weil hier kann ich ohne Probleme nah dran gehen. Aber nicht in der Thief-Serie. Ja, der lobt Chicken den dritten für. Keine Spinnen. Ja. Im Reboot gab es ja auch keine Spinnen, aber wir reden nicht über den Reboot. Niemand spielt gerne über den Reboot, der die klassischen Spiele gespielt hat. Besonders das Haus der Blüten. Warum existiert dieses Ding?
Wegen Nacktheit. Weil es das gut Gold verkaufen hier lässt. Ja, die müssen die Spawner kopieren und solche offensichtlicher. Hey, die Spawner gab es auch im Bordell mit halbnackten Frauen. Ja, machen wir ganz nackte Frauen in unserem. Weniger ist manchmal mehr, denken die. Mhm. Oder so. Je weniger Kleidung man alle hat, desto weiß ich nicht. Waren die wohl so viele Probleme? So kleine Karten. Also so kleine Levelkarten. Und das Audio-Mixing ist so furchtbar. Bescheuerten Aufgaben, wo man irgendwie mehr Punkte bekommt, wenn man Gegner tötet, anstatt K.O. schlägt. Hm. Ja, du meinst die Herausforderung. Ja. Man kann gar nicht so viel Gold bekommen kommt wie im, beim Spielen. Ja, die Gegenstände, die man steht, sind irgendwie auch nichts wirklich wert. Hm. Oh ja. Das ist wieder Kacke. Yep. Oh. Die Fake-Stalagnite. Verdammte Faker. Hm. Ja, in der Kristallhöhle von Königreich Eb. Haben wir die ja zuerst gesehen, ne? Hm. Wo wir auch das Auge. Das Furienauge herbekommen haben. Das Auge! Das Auge! Hm. Einer der drei Schlüssel. Nein, weiteres Auge. Weil es schicken allergischen Augen. Oh ja. Wollen sie entfernt werden? Wollen sie jemanden entfernt werden? Oh. Ah Gott, boah, Auge, mein Link, es tut gerade irgendwie. Oh nein! Du hast ein Auge bekommen. Ne, noch mehr Mokusa. Ja, wirklich. Ich hoffe schon wieder nicht. Die Verbindung mal weniger zu sein. Friend. Ich kann gerade gar nicht laufen. Ja, ich habe pausieren gestoppt, damit ich in Viecher kämpfen konnte. Ah, ein Lift. Oh, kannst du die pausieren? Ich den Stab aufheben, sonst wird der Rente wieder böse Dinger. Hm. Ach man. Kannst so gut sein wie gestern, Project Eden. Ne, nicht gestern, vor ein paar Tagen Project Eden. Gestern haben wir nichts zusammen gemacht. Ja, ich habe mich ganz geistig vertan. Ich meine, das letzte Mal Project Eden, weil alles reibungslos lief, bis auf einen einzigen Bug. Ja, so kann es ja nicht so sein. Also immer. Ab wie lässt das ganze Gold liegen? Verklicken. Ich kann sowieso gerade nichts aufsammeln, weil ich mich nicht bewegen kann. Ich weiß, ich muss grad warten, bis ich meine die Verbindung sich hier. Auch dumm, dass hier nicht der Ping angezeigt wird in diesem einen Statistikmenü. Ja, leider. Warum? Vielleicht so viel Internet verkehren mit Internet.
dieser Abend. Selbst Serious Sam hat Ping-Anzeige. Ja, das sind G's ja nicht modern. Ich doch schon seit wie vielen Jahren nicht mehr abgedatet? 15 Jahre? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist deutlich älter. Lass mich nicht die Flasche umwerfen. Nee, da ich mich hier sowieso gerade nicht bewegen kann. Ist auch zeitig wieder. Ist meine Dungeon Siege CD-Hülle. Frage gegeben ab 12 Jahren. Bist du schon 12 Rappi? Geist oder körperlich? Steht hier irgendwo ein Datum? Copyright-Symbol 2006 von Gas Powered Games Corp. Wirklich 2006? Vielleicht zusammen mit Madon. Das ist minus 26 minus 3. 23 Jahre alt. Das ist schon so 23 Jahre alt sein, das Spiel. Maximal. Los, heb das Geld auf. Diese Verbindung echt scheiße. Ja. Schlechter als den letzten. Als den normal. Wenigstens bin ich bisher noch nicht gekickt worden. Nicht so wie im Vulkan-Dungeon. Oh, ich bin so froh, als wir durch die Grube der Verzweiflung gelaufen sind, dass ich nicht gekickt wurde. Wegen der Verbindung. War es mir auch egal, dass ich in der Vergangenheit festgesteckt habe. Zum Glück gab es da keine Gegner. Ja. Lächerlich, ey. Jede Sekunde. Blutmantel. Dreimal sorgen zu studieren, ey, für uns beide. Ah, oh, es war lächerlich. Jede kam Sekunde. Das 2006? Oh, und oder? Jetzt interessiert mich ja. Slime-Zombie. Wann kam Morrowind? Slime der Zombie. Steht das hier irgendwo auf der Verpackung? 2002? Es kann doch nicht sein, dass Dungeon Siege jünger ist als Morrowind. Oder ist es, weil das halt eine neuere Version von Dungeon Siege war? Weil ich hatte ja auch noch eine ältere Version. Wenn ich jetzt gerade im Dunkeln finde. Legends of Arana. Zufällig. Nee, bei meiner ganz alten Dungeon Siege CD war, steht 2003. Wie gesagt, vermutlich mit dem Madon. Ja, ich habe ja hier vielleicht auch Madon, aber das ist eine ältere Version. Da konnten wir ja nur. Das normale Dungeon Siege zusammenspielen und nicht Legends of Arana, weil da irgendwie unterschiedliche Versionen waren und wir nicht kompatibel zueinander standen. Naja. Deswegen hast du mir deine CD angedreht. Ja, angedreht. Was soll ich? Soll ich mal kurz Pause machen? Soll ich mit kurzen ständigen Verbindungszerbrüchen? Willst du eine Pause, damit die Verbindung sich mit Muff wieder regt? Ach, es wird so lächerlich. Eine kurze Pause, damit Verbindung sich mal wieder. Mit der sie sich wieder fängt, das wollte ich sagen. So, in einer kurzen Pause können wir uns ja endlich wieder bewegen. Ja, Chicken kann wieder laufen! Yay, ein Wunder ist geschehen, aber ich muss noch. Das war mein Feuerkugel. Feuerkreischen. Mhm. Da
kann Snape auch mal wieder ausgepackt werden, der faule Sack. So viele reingehen auch. Super, super. Kompletter Gegensatz zu dem. Kompletter Gegenteil zum Kampf gegen die Hühnerarmee. Ach, Zombie. Wollte ich den Vasen zerstören, der kommt erst. Wollte den Vasen zerstören, dann kommt der Zombie erst mal am Boden. Eine blaue Geschosse zu blockieren. Ah, die Block, lol. Wo bist du eigentlich? Ach, da. Gelaufen. Ja, Gott, nach weiter rechts. Ah, Chicken, hab ich gesehen, dass du weggerannt bist. Ja. Weiterer. Guter Mensch. Eine Wache zu sein, also eine Wache zu sein. Warum habe ich das jetzt doppelt gesagt? Halt eine Wache zu sein, die anscheinend für Kawane war. Oh, ein Zombie. Oh, ein Zombie. Leider nicht unser Zombie. Ja, der ist weg. Keine Lust mehr auf alles. Keine Ahnung. Wegen dem Land keine Internetverbindung mehr hatte. Seit 2 Jahren. Hm. Ja. Er kriegt keinen Lohn, Neuland mehr. Neuland. Neuseeland. Hahaha. Ja. Mit Kiwis. Bis ich ankomme, sind die Gegner schon alle tot. Ah. Wann das wohl liegt? Ach, das ist noch im Boden. Ah. Das fängt schon wieder an. Tschüss, Snape. Und der ist auch weg. So, jetzt muss ich ihn. Muss ich ihn nicht beschwören. Gehen wir jetzt ins. Ja. Das ist auch noch Fiete. Oh nein, jetzt fängt der Scheiß schon wieder an. Oh nein. Komm schon, wir wollen doch nur zocken. Okay, da sind die Ständer. Oh, da ist ein Bruch. Das ist illegal. Oh nein, schicken wir doch umzingelt. Heilung. Heilung. Okay, danke, Heilung. Ich hab schon getrunken. Es kam zu spät. Ah. It's too late to apologize. Oder so. So, der Bauer. Aber ich wollte nicht apologizen. Aschenkutte. Gute. Was meint der Aschenkutte? Erhöht die Rüstung um 7, Gesundheit um 15, 6 Mana und einen Fernkampffähigkeitspunkt. Ein Fernkampffähigkeitspunkt. Also nicht so dolle. Okay, da unten ist ein Tunnel. Meister, was? Safes Forschungsberichte. Ah, was sind das für Berichte? Der Buchdeckel lässt darauf schließen, dass es um eine Sammlung von Forschungsberichten eines Meister Sepep handelt. Allerdings wurden die meisten Seiten aus dem Band gerissen. Ob mit Händen, Klauen oder Zähnen ist nicht sicher, sodass der Einband beschädigt wurde. Im Endeffekt ist nur eine einzelne Seite erhalten geblieben, die direkt mit dem Einband verbunden ist. Inhalt, Zusammenfassung, Stagnation, Evolution, Fortschritt. Nummer 1, allgemeine Entwicklungstheorie. 22, Versuchungsreihe 1, Pilze und Pflanzen Vor- und Nachbehandlung. 42, Versuchsreihe 2, Rattus, Vor- und Nachbehandlung. 55,
Versuchungsreihe 2, kleinere Komplikationen. 97, Versuchungsreihe 3a, katzenartige Vor- und Nachbehandlung. 182, Versuchsreihe 3a, Auswirkungen auf das Projekt. 187, Versuchsreihe 3b, Lurche Vor- und Nachbehandlung. 213, Versuchsreihe 3b, zur weiteren Untersuchung. 333, Versuchsreihe 4, Spinnentiere Vor- und Nachbehandlung. 420, Versuchsreihe 4b, Möglichkeiten. Keine Ahnung, wofür die Abkürzung IZM steht. Und Trähern und Spinnentiere, der Rest der Seite fehlt. Okay. Wir haben Experimente gemacht in Tieren und Pflanzen. Mach doch nicht irgendwelche komischen Abkürzungen, von denen ich keine Ahnung habe.